Umweltschutz ist sexy. Erstens, weil es erstmal so ist. Und zweitens, weil ich sage, außerdem ist es unheimlich cool, dass man zerfetzte Klamotten anhat. Man hört wirklich kritische Stimmen hier nur noch von den faschistoiden politischen Parteien. So, lieber Antifa, jetzt können wir doch mal reden hier. Ihr seid alles nur Heuchler und so weiter. Okay. Das sind dann wahrscheinlich die, die einfach zu Hause auf der Couch sitzen bleiben. Ich schwänze eigentlich die Schule, wie wahrscheinlich auch 80% der Schüler hier. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Hamburg bei Fridays for Future. Heute ist der globale Klimastreik, wo Fridays for Future weltweit dazu aufgerufen hat. Und ja, die Demo ist super groß. Sie geht von hinten, von der Europapassage bis hier fast zum Gänsemarkt. Das ist doch kein Wunder. Sie haben ein richtig tolles Programm aufgestellt. Henning May ist dabei, Bosse Mia, also bekannte Musiker. Henning May hat da gerade schon gesungen. Hurra, diese Welt geht unter, auf den Trümmern das Paradies. Sie haben sogar einen Kino-Werbespot dafür. Wenn unsere Welt, unsere Lebensgrundlage bedroht wird, dann müssen wir alle handeln. Es ist auch dein Planet. Flixbus bringt die Leute überall umsonst zu den Demos und der GEZ-Funk MyLab hat sogar dazu aufgerufen. Markiert euch den 20. September, da passieren nämlich zwei wichtige Sachen. Erstens, der dritte globale Klimastreik findet statt. Also wir sind sogar schon so weit, wo der Staatsfunk dazu aufruft, zu Demonstrationen zu gehen. Wir wollen jetzt einfach mal wieder ein paar Fragen stellen, mal schauen, was die Leute hier zu sagen haben. Don't cut, don't cut. Don't cut this forest over. Please leave. Warum sind Sie heute hier? Ja, weil wir ja das Thema Klima so weit in die Grütze getrieben haben, dass wir jetzt alle uns zusammentun müssen. Und ich stehe hier im Augenblick so ein bisschen auch fürs Grundeinkommen, weil das wäre eine gute Absicherung für jeden, zum Beispiel der vom Strukturwandel betroffen ist, der kann dann vor Ort bleiben und kann dort seine kreativen Ideen einbringen und kann Dinge produzieren oder sich mit anderen zusammentun, die eben das Thema Klima im Zentrum haben. Das ist ein Thema beim Grundeinkommen, was ja dafür sorgt, dass die Menschen, die durch die Digitalisierung rausfallen aus den Arbeitswelten, sich selbstständig machen können, eigene Gedanken einbringen, sich zusammentun können und dann eben in dem Sinne auch wirken können. Und das hat auch sehr viel mit dem Thema Klimawandel zu tun, weil ohne eine große Veränderung klappt das nicht mehr. Dazu ist es schon zu weit fortgeschritten. Sarah, 24, und weil unser Arbeitgeber uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass heute wieder Demonstrationen stattfinden. Okay. Und hast du dich auch mit dem ganzen Klimathema schon mal ein bisschen tiefer beschäftigt? Also man hat es ja jetzt mitbekommen in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten. Das ist relativ, momentan ziemlich wichtig ist, beziehungsweise dass auch viele Leute einfach auf die Straße gehen. Ich selber bin 24, noch relativ jung, aber mich betrifft es halt trotzdem. Warum sind Sie heute hier? Weshalb alle da sind. Ein Zeichen setzen, dass wir, Politik doch etwas gegen Klimawandel tun soll. Okay. Inwieweit haben Sie sich denn schon mit den Argumenten da beschäftigt? Wie tief sind Sie in diesem Thema drin? Ich arbeite relativ intensiv an einem Aufforstungsprojekt. Okay, sind Sie Wissenschaftler, Biologe? Oder? Ich bin Chemiker und spezialisiert auf Wasseraufbereitung, industrielle Wasseraufbereitung. Ah, okay, sehr gut. Ich bin Murat und 20 Jahre alt. Murat, warum ist Umweltschutz sexy? Halt mal das Schild hoch hier. Umweltschutz ist sexy. Erstens, weil es erstmal so ist. Und zweitens, weil ich sage, außerdem ist es unheimlich cool, dass man zerfetzte Klamotten anhat. Für die Umwelt. Okay. Hast du dich denn mit diesem ganzen Klimathema mal ein bisschen tiefer beschäftigt? Wie tief bist du da drin? Wie tief ist eigentlich die Welt drin, ist die Frage. Nein, wie tief hast du dich da eingearbeitet an die Argumente mit dem Klimawandel? Es gibt ja viele Argumente, wissenschaftliche Argumente, IPCC-Berichte und so weiter. IPCC, das sagt mir nichts. Okay. Aber es gibt ja immer noch ein paar Leute, die da das kritisieren, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Sind Ihnen solche Leute schon mal begegnet, vielleicht auch in Ihrem persönlichen Umfeld? Nee, in meinem persönlichen Umfeld nicht. Da bin ich auch ganz froh drüber. Aber das gibt natürlich immer Leute, die da eine ganz andere Klientelpolitik machen und aus der Ecke kommt das. Das ist ganz klar. Ich meine, dieses Thema Umverteilung läuft seit 20 Jahren ungefähr. Und insofern läuft es auch unter dieser Plakette dann weiter.
Aber ich glaube, es hat in keiner Weise was mit der Wirklichkeit zu tun. Kennst du denn auch irgendwelche Kritiker, die da eine andere Meinung zu haben? Wir hatten gerade vorhin so einen Zettel in der Hand von einer Gegenbewegung irgendwie tatsächlich. Gegenbewegung, oh, ja. Ganz versteckt. Also ich weiß nicht mehr, wo ich... Musst du mir gleich mal geben hier. Ja, ich muss mal gucken. fand ich ganz interessant, von wegen, ihr seid alles nur Heuchler und so weiter. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich die einfach zu Hause auf der Couch sitzen bleiben. Okay. Sie als Wissenschaftler, Sie hören ja bestimmt auch öfter kritische Stimmen, oder hören Sie da kritische Stimmen in dieser Klimadiskussion? Die kritischen Stimmen sind im Moment etwas ruhiger geworden, etwas stiller geworden. Man hört wirklich kritische Stimmen hier nur noch von den faschistoiden politischen Parteien und von den Bürgerlichen eigentlich nicht mehr. Die Bürgerlichen, die haben gesehen, dass Grünen große Wahlerfolge feiern und haben sich dann oder versuchen sich dran zu hängen. Hast du denn schon mal auch irgendwelche Kritiker dazu gehört? Oder hast du welche bei dir im Umfeld, die sagen, ach, da musst du doch nicht hingehen zu Fridays for Future, ist doch alles Unsinn, oder? Na klar, es gibt viele und zwar besonders auch die Regierung, okay, die den Beamten, Lehrern leider nicht erlaubt, mit an Demonstrationen teilzunehmen. Mhm. Wir haben schon, meine Schwester ist Referendariatin und sie hat eine E-Mail bekommen, dass falls sie zu Demonstrationen geht, sie von der Schule suspendiert werden könnte. Ich meine, aber das ist ja so, man muss ja arbeiten gehen, man hat einen Vertrag mit dem Arbeitgeber und wenn man da nicht hinkommt, dann muss man mit Konsequenzen rechnen, oder? Oder was machst du, dass du heute hier sein kannst? Naja, wir sind, ich schwänze eigentlich die Schule, wie wahrscheinlich auch 80% der Schüler hier. Mhm. Wahrscheinlich haben einige sogar von den Lehrern freigebekommen, aber sonst bin ich hier, weil ich es für die Umwelt tue. Weil das System so ist, wie es ist. Und deswegen geht mein großer Respekt raus an Carola Rakete und an alle, die der Repression entgegen das tun, was jeder Mensch mit Herz tun sollte, nämlich Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Auf der Flucht sein ist kein Verbrechen. Menschen zu retten ist kein Verbrechen. Aber Menschen ertrinken zu lassen, das ist ein Verbrechen. Ich meine, das sind ja auch teilweise sehr renommierte Leute, Nobelpreisträger oder hier der ehemalige Direktor vom Max-Planck-Institut, Leonard Bengtson oder bekannte Klimatologen, die schreiben da halt dazu, dass das mit dem CO2 eine unbewiesene Hypothese ist. Das sind wenige, ich weiß, dass es das Thema gibt, aber letztendlich muss man gucken, wie wenige das sind. In dem großen Konzert derjenigen, die da wirklich seit 20 Jahren hart dran arbeiten, um Dinge deutlich zu machen, die längst laufen. Also insofern finde ich, ist das ein so großes Ungleichgewicht, dass es für mich schon sehr eindeutig so ist, worum es gerade geht. Und davon eben nicht mehr abzulenken, sondern sich doch sehr konsequent jetzt daran zu orientieren, dass es so eine Umstrukturierung geben muss. Auch im eigenen Leben. Das ist für mich selber auch nicht einfach. Also ich fahre auch gerne Auto und finde es auch doof, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn es regnet und all solche Unbequemlichkeiten. Aber ich glaube, dass es unheimlich notwendig ist und es liegt auch eine große Chance darin, sich da umzuorientieren. Aber ich meine, wie kann man denn mit solchen Kritikern umgehen, die da halt einfach eine andere Meinung haben? Da gibt es ja teilweise auch Nobelpreisträger, renommierte Wissenschaftler. Wie kann man denn mit diesen Menschen umgehen? Also man sollte das akzeptieren. Ich finde, jeder hat seine eigene Meinung, aber solange die nicht dagegen stehen kann, was man selber sagt, jeder hat seine eigene Meinung. Und ich finde, wenn die sagen, ja, Klimawandel existiert nicht, aka Trump, dann sollen die das so denken, aber sie merken es ja selber. Man sieht das ja. Es gibt jetzt aber auch, zum Beispiel jetzt vor kurzem waren 90 italienische Wissenschaftler, Geologen, Physiker, alle hoch angesehene Leute, die sagen, der Klimawandel, das sind einfach unbewiesene Hypothesen. Oder es gibt den ehemaligen Präsidenten vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, Leonard Bengtson, oder den Klimatologen Mangini von der Universität Heidelberg. Die sagen halt einfach, es ist Unsinn, da einen Konsens herbeizuführen. Und die werden halt immer dann öffentlich angefeindet, die werden an den Pranger gestellt, als Klimaleugner dargestellt. Haben Sie von diesen Stimmen gehört? Das gibt ja. Man hört hier gelegentlich verschiedene Stimmen. Nicht nur von Wissenschaftlern, die sich in der Minderheit befinden, sondern natürlich auch von maßgeblichen Politikern, siehe Donald Trump, der eine eindeutige Meinung dazu hat zum Klimawandel. Den menschgemachten Klimawandel gibt es nicht. Aber ich kann diese Leute nicht ernst nehmen. Kannst du denn, ich meine, es gab ja schon in den letzten 50 Jahren immer Prognosen. Hast du dich mit den Prognosen beschäftigt? Ja, ich habe mich mit den Prognosen beschäftigt. Und zwar, dass wir in die negative Richtung gehen. Und dass, wenn wir so weitermachen, es zu spät sein könnte für die Umwelt.
Okay, aber es gibt ja auch Stimmen, Nobelpreisträger. Jetzt gab es gerade eine Petition von 90 italienischen Wissenschaftlern, die sagen, die Modelle, das hat halt alles nichts mit Wissenschaft zu tun, das sind alles unbewiesene Hypothesen. Hast du davon schon mal was gehört oder hast du schon mal irgendwo in den Medien was von einem Kritiker gehört oder gesehen? Ja, ich habe mal so einen ganz guten Wissenschaftler in der Dokumentation gesehen und der meinte, dass natürlich diese Klimawandel ist eigentlich völlig normal, jedoch ist die Frage, wie sehr ist das eigentlich normal und wie sehr trägt der Mensch dazu bei? Ja? Und ich glaube, nee, ich weiß sogar, dass der Mensch durch seine CO2-Abstöße sehr viel dafür beiträgt. Gedanken und Ideen, wie es Menschen gibt. Und es ist gut, sich auseinanderzusetzen, sich auszutauschen und zu gucken, was jetzt der beste Weg ist. Also das finde ich irgendwie das Wesentliche. Und so holzschnittsartig irgendwelche Dinge, so dann, die für alle gleichermaßen gelten. Ich glaube, es geht um die Auseinandersetzung und um die Suche nach dem besten Weg. Wann haben Sie denn das letzte Mal einen Kritiker im Mainstream gehört? Naja, ich finde schon, dass die Diskussion, die man jetzt ja auch, wann immer man die Fernsehprogramme anstellt, gibt es Diskussionen darüber, dass es schon sehr differenziert auch dazugeht, auch dieses Ringen darum, welches ist jetzt die beste Lösung. Aber können Sie Namen nennen, Entschuldigung? Von bekannten Kritikern, von Wissenschaftlern? Nee, das würde ich jetzt auch ungern tun, muss ich mal sagen. Okay. Es geht ja nicht darum, ob es den Klimawandel gibt, es geht ja darum, ob der Mensch gemacht ist oder nicht. Was ich davon denke, ob der Menschen gemacht ist? Es geht halt einfach darum, es geht nicht um den Klimawandel, es geht darum, ob der Menschen gemacht ist oder nicht. Was sagst du dazu? Ja, ist es, würde ich sagen. Warum? Weil wir zum größten Teil dafür zuständig sind. Ne? Dadurch, dass auch die kleinsten Sachen mit dem Flugzeug geflogen werden. Auch Tierschutz hat sicherlich damit zu tun, Kohleausstieg. Ja, das sind alles Themen. Und was machst du persönlich dafür? Bist du schon vegan und hast dein Auto verkauft? Nein, ich bin nicht vegan, ich habe aber kein Auto. Ich fahre tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich trenne meinen Müll. Ich versuche so wenig Plastik zu produzieren oder zu kaufen wie möglich. Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, danke. Große Freiheit ist auch das Ganze. Das waren irgendwelche doofen Leute. Ja, man darf halt nicht alles fragen. Das haben die gemacht, ich habe es nicht mitgekriegt. Nicht geschubst. Einfach hingegangen und dann geschubst. Ja. Aber waren das Kinder? Mit Kind auf dem Arm. Gigantischen CO2-Emissionen. Sie können also Nobelpreisträger nicht ernst nehmen und ehemalige Direktoren von sehr angesehenen meteorologischen Instituten? Die mögen Nobelpreisträger, mögen den Nobelpreis für ihre Leistungen verdient haben, aber das heißt ja nicht, dass sie omnipotent sind. Aber warum? Kennen Sie Karl Popper als Wissenschaftler? Also nicht persönlich und ich weiß nur, dass es ihn gibt. Ich meine, Wissenschaft ist doch organisierter Zweifel. Da muss man solche Leute, muss man sie nicht anhören, muss man sagen, hey, wir schauen einfach mal, was haben sie für Meinung? Ich kenne seine Hintergründe nicht und seine Argumente nicht, weshalb er diese Auffassung vertritt. Da muss man sich dann eher mit beschäftigen, wenn man das wissen will. Aber aus meiner Sicht lohnt sich das nicht, sich damit zu beschäftigen. Aber du sagst ja gerade, du hast dann jemanden gehört, der dir auch ganz gut gefallen hat. Inwieweit ist es denn sinnvoll, auf Hypothesen, die halt einfach nicht wirklich genau sind, die spekulativ sind, darauf so die ganze Wirtschaft umzubauen und den Menschen halt einfach neue Steuern aufzudrücken, immer mehr die Häuser dämmen und so weiter halt, dass man halt unsinnig groß in das Leben der Menschen eingreift auf Grundlage von Prognosen, die halt auch in der Vergangenheit in den letzten 50 Jahren immer daneben lagen. Weißt du was? Und zwar die Prognosen, ne? Wahrscheinlich sind einige davon Hyperbeln und wirklich zu sehr übertrieben. Aber wenn wir in 50 Jahren mal nachgucken, wie die Welt eigentlich ausschaut und wir sehen, wir haben damals was falsch gemacht, dann ist das schon längst zu spät. Also ich finde, dieses Thema sollte man ernst nehmen und man sollte auch das Thema Umwelt natürlich ernst nehmen und vor allem lieber auf die sichere Seite und zu wenig Plastik verbrauchen oder zu wenig Auto fahren, als zu viel Plastik verbrauchen und jeder einzelne Auto fahren. Deswegen dachten wir uns vor einer Weile so, wenn ein Tag nicht reicht, dann streiken wir halt die ganze Woche und wir sind einfach 24/7 ab morgen da vorne am Jungfernstieg. Sie meinen also, die Wissenschaft ist sich einig, da muss man dann nicht tiefer reinschauen?
Die Wissenschaft ist sich nicht einig, aber der weit überwiegende Teil der Wissenschaftler vertritt die Ansicht, dass wir es mit einem menschgemachten Klimawandel zu tun haben. Und das muss man ernst nehmen. Jetzt gab es ja gerade einen Stanford-Professor, der gesagt hat, dass alle Modelle sozusagen die Temperaturentwicklung nicht erklären können, dass sie sozusagen revidiert werden müssen, dass sie falsch sind. Haben Sie davon gehört? Also sicherlich ist vieles spekulativ. Wir wissen nicht, mit welchen Maßnahmen wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können oder ob wir doch bei 2 Grad landen oder ob wir vielleicht bei 4 Grad landen oder doch eher bei 6 Grad landen. Das alles wissen wir nicht genau. Aber wir wissen, dass die Entwicklung gefährlich ist und dass der Klimawandel menschgemacht ist. Dass der Mensch ganz wesentlich dazu beisteuert, dass wir einen sehr raschen Klimawandel bekommen, den unsere Schöpfung nicht verträgt. Ein Wissenschaftler, der nicht Karl Popper kennt. Oh. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Unglaublich. Die Neubauer, die hat ja gesagt, wir brauchen eine Klimakulturrevolution. Aber es geht auch nicht nur um Klimawandel. Nein, keine Frage. Was wir hier so zwischen den Zeilen am Essenstisch in den Büros erleben, ist viel mehr als das. Es ist vielleicht so etwas wie eine Klimakulturrevolution. Und weißt du, wo dieser Begriff herkommt? Kulturrevolution? Kulturrevolution. Ich finde, es gibt ganz viele Kulturrevolutionen. Jetzt besonders Umwelt nicht. Da habe ich das zum ersten Mal jetzt gehört. Aber definitiv brauchen wir sowas für eine Revolution. Und am besten für eine Revolution brauchen wir eine Evolution in dieser Technik. Und ich hoffe, die kommt bald. Okay. Kulturrevolution war damals unter Mao. Da wurde die Jugend gegen die Erwachsenen aufgestachelt. Sie haben dann massenhaft Professoren umgebracht, halt einfach Kritiker umgebracht, gefoltert und so weiter. Und man sieht da halt eigentlich in allen totalitären Systemen wurden immer die Kinder instrumentalisiert. Egal, ob es in Nazi-Deutschland war, in der DDR, in der Sowjetunion oder in China. Und? Meinst du, es besteht auch die Gefahr, dass hier die Kinder wieder instrumentalisiert werden? Naja, es kann durchaus passieren, dass das passiert. Aber ganz sicher bin ich mir in dieser Situation nicht, weil ich mich damit nicht auskenne. Ja, war mal wieder ganz spannend, mit den Leuten zu reden. Es war auch eine bunte Mischung von einfach Mitläufern, die einfach, weil sie schulfrei gekriegt haben oder weil der Chef den freigegeben haben. Es war sogar ein Wissenschaftler dabei, der noch nicht mal Karl Popper kannte. Und was der Schüler gesagt hat, der meinte halt auch so, ja, besser wir machen was, als dass wir gar nichts machen. Und ich meine, man sieht halt einfach, alle Prognosen haben daneben gelegen. Und wenn wir jetzt was machen, das sind auf jeden Fall Ressourcen, die wir jetzt ausgeben, die wir verschwenden für etwas, was total unsicher ist. Und ja, mich erinnert das halt einfach immer an die Azteken damals, die halt irgendwie Menschen geopfert haben, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt den Wettergott, wollen wir besänftigen. Also auch hier nochmal der Artikel mit dem Stanford-Professor, der sagt, alle Modelle können das Klima nicht richtig wiedergeben. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Ich verlinke das alles nochmal. Ansonsten, ich hatte eigentlich auch erwartet, weil ja meine Videos haben ja eine relativ große Reichweite gekriegt. Die haben die letzten beiden über 100.000 Aufrufe gekriegt. Und da habe ich natürlich damit gerechnet, dass man uns erkennt, dass man versucht, uns die Arbeit zu behindern. Und da war es auch, dass mein Kameramann, der wurde angerempelt von einem Mann mit einem Kind auf dem Arm. Und da standen halt alle drumherum und haben einfach nur mit offenem Mund geschaut und haben gesagt, hey, was ist da denn los? Also die waren auf jeden Fall auf unserer Seite. Und dann wollte ich halt einfach auch einen Mann ansprechen, der hatte einen Antifa-Hoodie an. Da habe ich ihn gefragt, hey, haben Sie Lust auf ein Interview? Und dann meinte er, nee, will ich nicht. Und dann habe ich auch so gesagt, hey, ja, natürlich, die Antifa spricht nicht mit der Presse. Und dann waren dann so kleine Kinder da. Nein, Sie sind keine Presse, Sie sind neue rechte YouTuber. Ihr seid rechte YouTuber. Da habe ich mir gedacht, ach, da gehe ich mal hin und rede mal mit denen. Und die haben mir natürlich gleich versucht, mein Handy mir aus der Hand zu schlagen. Und haben auch gleich gesagt, ach, Sie wollen doch nur provozieren. So, lieber Antifa, jetzt können wir doch mal reden hier. Eine Veranstaltung hier. Ja, das ist sorry. Insofern die radikale Antifa wieder dabei. Die haben mich auch ein bisschen auf mich geschubst und eigentlich oder haben mich ein bisschen geschubst. Also eigentlich hätte ich erwartet,
ja, dass sie mehr oder weniger auf mich losgehen. Insofern ganz so schlimm war es nicht, aber natürlich, man muss natürlich auch aufpassen, dass sie einen nicht verfolgen. So ist es ja auch bei verschiedenen Demos, dass sie dann halt die Kritiker verfolgen und dann zusammenschlagen, aber ja, deswegen mussten wir uns gerade auch die ganze Zeit immer umdrehen. Ansonsten ja, war es wieder sehr aufschlussreich. Die Antifa, von der hat man sich immer noch nicht distanziert. Und ja, auch nochmal hier ganz kurz der Aufruf, wenn ihr sagt, ihr findet diese Art von Journalismus gut, wenn ihr weiter wollt, dass ich ins Geschehen reingehe, wenn ich für euch vor Ort berichte. Also hier, mein Kameramann ist auch das erste Mal hier und er meinte, hey, wenn man das so im Internet sieht, im Fernsehen sieht, dann ist das schon alles beängstigend. Aber wenn man gerade dabei ist und so diese Masse spürt, wenn man einfach merkt, dass alle null hinterfragen, das ist eigentlich schon super beängstigend. Also bei mir war es halt auch, als ich das erste Mal hier war, dann war es halt wirklich danach, da habe ich mich total ohnmächtig gefühlt und dachte auch so, ey, Alter, ich muss hier weg. Und ich wollte mal ganz kurz zeigen, was ich hier war, undercover unterwegs. Ich hatte hier ein I Love CO2 T-Shirt an. Und ich wollte dich so ein bisschen triggern damit, aber da habe ich mir gesagt, das geht dann doch ein bisschen zu weit. Vielleicht das nächste Mal, wenn ihr es wollt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin gerade alle vorbeigelaufen, ich habe mein T-Shirt gezeigt und er meinte gleich, hey, tolles T-Shirt. Also vielleicht hätte ich damit doch auf die Demo gehen sollen. Na, vielleicht gleich nochmal. Ich empfehle dir, um tiefer in das Thema einzusteigen, meine Playlist zum Thema Klimawandel. Da habe ich einmal die kritischen Stimmen aus dem Mainstream zusammengestellt und natürlich meine Videos.